Vielen von euch ist sicherlich schon mal eine orangefarbene Tafel an einem LKW oder PKW aufgefallen. Aufgrund der warnenden Farbgestaltung sticht sie auch geradezu aus dem Verkehr heraus. In diesem Video möchte ich erklären, was sich hinter diesen Tafeln mit den merkwürdigen Nummern verbirgt und auch erklären, wieso es wichtig sein kann, genau das zu wissen. Und nach dem Intro geht's wie immer los. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem YouTube-Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Ich bin Horst Götze und heute werden wir, wie die meisten sicherlich schon erahnen, uns in diesem Video mal mit dem Gefahrgutbereich näher beschäftigen. Für dieses Video habe ich mir übrigens fachliche Unterstützung von Georg Röber geholt. Er ist freier Gefahrgutbeauftragter, langjähriger Dozent für Gefahrgutrecht und Praktiker durch und durch. Besucht auch gerne seine Webseite www.gefahrgutspezi.de. Vielen Dank, lieber Georg, für deine Hilfe. So, was bedeuten nun eigentlich diese Tafeln? Diese orangefarbenen Tafeln sind gemäß dem ADR für kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte vorgeschrieben. ADR ist natürlich eine Abkürzung und bedeutet auf Deutsch Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. Sehr schön, und was bedeutet es in der Originalsprache? Du weißt ganz genau, dass ich kein Französisch spreche. Du kannst es ja gerne sagen, wenn du möchtest. Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Alles kapiert? Wie immer fantastisch. Wie dem auch sei, das ADR umfasst übrigens mehr als 1200 Seiten und gilt daher für viele als ein Buch mit 7 Siegeln. Da in Deutschland jedoch alleine 148 Millionen Tonnen Gefahrgut auf der Straße transportiert werden, ist das Thema Gefahrgut jedoch sehr relevant, nicht nur für die Logistik, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Tatsächlich gibt es im § 2 Gefahrgutbeförderungsgesetz eine recht trockene Definition, die ich ja gar nicht nennen möchte. Wie viele von euch schon wissen, versuche ich immer meine eigenen Definitionen zu machen, die etwas einfacher sind. Zusammengefasst sind Gefahrgüter nämlich Stoffe oder Gegenstände, die aufgrund ihrer Eigenschaften im Rahmen des Transportes gefährlich für Leben, Gesundheit und Sachwerte sind. Diese Stoffe oder Gegenstände werden in 9 unterschiedliche Hauptklassen eingeteilt, wie zum Beispiel explosive Stoffe, Gase, entzündbare flüssige Stoffe oder radioaktive Stoffe. Jedem Stoff wird eine 4-stellige sogenannte UN-Nummer zugeteilt. UN steht übrigens dabei für United Nations. Derzeit gibt es mehr als 3500 verschiedene UN-Nummern. Privat haben wir übrigens tagtäglich, wenn auch eher unbewusst, mit Gefahrgutprodukten zu tun. Sei es nun der Kraftstoff für das Auto, Frostschutzmittel im Winter, Spiritus oder Gasflaschen für die Grillabende im Sommer, bis hin zu Deospray, Parfüm, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Farben, Unkrautex, Lithium-Ionen-Akkus und so weiter und so fort. Der Anteil des privaten Transports von Gefahrgütern ist aber im Vergleich zu dem der Wirtschaft bzw. der Industrie natürlich gering. Wir wissen also nun, was Gefahrgüter sind und in welchem Übereinkommen die Beförderung geregelt sind, nämlich im sogenannten ADR. Wir haben auch schon bereits gelernt, dass die orangefarbenen Tafeln, um die es ja in diesem Video gehen soll, vorgeschrieben sind, wenn wir kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte durchführen möchten. Diese Tafeln orientieren sich übrigens im Gefahrgutrecht unter anderem an der Beförderungsweise. Der Transport von Gefahrgütern kann nämlich grundsätzlich in 3 verschiedenen Beförderungsarten durchgeführt werden. Da hätten wir den Transport in Versandstücken, also der Transport von Gefahrgut, zum Beispiel in Kisten, Kanistern, Fässern, Gasflaschen oder IBCs. IBC steht übrigens für Intermediate Bulk Container. Das sind vereinfacht gesagt Großpackmittel bis maximal 3000 Liter Fassungsvermögen. Der bekannteste IBC ist der Kombinations-IBC. Dabei handelt es sich um einen Kunststoffbehälter, welcher in einem Stahlgitter ist. Dieser ist auch bei Gartenbesitzern oftmals als Regentonne mit Zapfhahn sehr beliebt. Neben dem gibt es aber auch den Transport in loser Schüttung, das heißt unverpackte Güter wie zum Beispiel Filterstäube oder Asbest in Silos oder Schüttgutcontainer. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch den Transport in Tanks. Klassische Vertreter sind hier natürlich die Mineralölhändler.
Hat also ein Fahrzeug, im Gefahrgutrecht spricht man übrigens von einer Beförderungseinheit, mehrere Gefahrgüter in Form von Versandstücken geladen und kommt es über die geheimnisumwitterte Zahl von 1000 Gefahrenpunkte, muss der Fahrer des Fahrzeugs vorne und hinten die Kennzeichen, sprich die Tafeln, aufklappen. Was es genau mit den 1000 Gefahrenpunkten auf sich hat, können wir gerne mal in einem separaten Video besprechen. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr daran Interesse habt. Vielleicht nur so viel vorab, die Gefahrenpunkte errechnen sich anhand der Menge und dem jeweiligen stoffspezifischen Faktor, der in den ADR zu den Gefahrgütern geregelt ist. Ist die 1000er-Grenze erreicht, benötigt es wie gesagt die Kennzeichnung. Diese 40x30 cm große orangefarbene Tafel nennt man in Fachkreisen auch neutrale Tafel. Diese muss reflektierend, witterungsbeständig und für mindestens 15 Minuten feuerfest angebracht sein. Ja, ihr habt richtig gehört, sie muss 15 Minuten feuerfest sein. Die Feuerfestigkeit dieser Tafel wird tatsächlich überprüft. In der Praxis wird leider des Öfteren die Tafel mittels eines Strick-, Kabelbinder- oder Klebeband befestigt. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass das alles andere als feuerfest ist, denn dies kann im Brandfall natürlich zum Problem werden, da die Tafeln als Warnhinweis nach außen hauptsächlich für Rettungskräfte wie zum Beispiel die Feuerwehr dienen. Wenn diese aber aufgrund von falscher Anbringung vor Eintreffen der Feuerwehr abfallen, kann dies schwere Folgen für die Kameraden der Feuerwehr haben. Anhand der orangefarbenen Tafel erkennt nämlich die Feuerwehr zumindest, dass Gefahrgut geladen ist, was aber konkret, also ob ätzende Säure oder giftiges Gas, kann keiner außer der Fahrer selbst mit Hilfe der Beförderungspapiere beantworten. Deswegen, liebe Fahrer, im Brandfall raus aus dem Fahrzeug, absichern und dabei die Beförderungspapiere nicht vergessen, wenn diese griffbereit im Führerhaus liegen. Natürlich dient die Tafel auch als Gefahrenhinweis für alle anderen Verkehrsteilnehmer, doch mal realistisch betrachtet wissen die wenigsten etwas damit anzufangen. Vielleicht ändert dieses Video hier etwas daran, ich würde mich zumindest freuen. Wenn die Beförderungsarten Tank und lose Schüttung genutzt werden, wird die orangefarbene Tafel noch mit Zusatzinformationen versehen. Das liegt daran, dass im Gegensatz zum Versandstückverkehr nicht Dutzend verschiedene Gefahrgüter geladen sind, sondern meist nur 2 bis 3 verschiedene Stoffe. Die Tafel ist dann in eine obere und eine untere Hälfte geteilt. In der oberen Hälfte steht die sogenannte Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr. Der ein oder andere von euch wird diese Nummer vielleicht schon als Kemmler-Zahl kennen, welche ihren Namen vom Franzosen George Kemmler erhalten hat. Diese Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr weist konkret auf die jeweilige Gefahr hin. Und das sind im Übrigen folgende. 2. Entweichend von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion. 3. Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen und Gasen. 4. Entzündbarkeit von festen Stoffen. 5. Oxidierende, also brandfördernde Wirkungen. 6. Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr. 7. Radioaktivität. 8. Ätzwirkung. Und 9. Gefahr einer spontanen, heftigen Reaktion. Wenn die Gefahr des geladenen Stoffes durch eine der Ziffern ausreichend dargestellt werden kann, wird dieser Ziffer einfach eine 0 angehangen. Das bedeutet, dass zum Beispiel 60 dann ein giftiger oder schwachgiftiger Stoff ist. Eine Verdopplung der ersten Ziffer weist auf die Zunahme der entsprechenden Gefahr hin. 33 bedeutet demzufolge leicht entzündbarer flüssiger Stoff, also zum Beispiel Benzin. Natürlich können auch Kombinationen der Ziffern auftreten, wenn Stoffe verschiedene Gefahren haben, wie beispielsweise Ammoniak. Das hat die Nummer 268 und bedeutet damit giftiges Gas mit ätzenden Eigenschaften. Es gibt auch noch spezielle Ziffernkombinationen, welche eine besondere Bedeutung haben. Diese aber hier auch noch aufzuzählen, würde hier definitiv den Rahmen des Videos sprengen. Eine Besonderheit möchte ich aber dennoch erwähnen. Wenn nämlich vor den Ziffern ein X steht, bedeutet das, dass der Stoff in gefährlicher Weise mit Wasser reagiert. Wie zum Beispiel dieser sehr giftige, ätzende Stoff namens Titanium-Tetrachlorid reagiert mit Wasser. Sollte es also mal zu einem Brand bei dem Fahrzeug kommen, ist das X definitiv ein lebensrettender Hinweis für die eintreffende Feuerwehr bezüglich der Wahl des Löschmittels. So, damit hätten wir die obere Zahl geklärt. Schauen wir uns nun mal die untere Zahl an. Ich kann aber schon mal versprechen, dass das etwas einfacher wird. Die untere Zahl ist immer vierstellig und stellt die eben bereits angesprochene UN-Nummer dar.
Wir erinnern uns, jedes Gefahrgut ist einer UN-Nummer zugeordnet und natürlich kann sich kein Mensch auch nur ansatzweise alle verschiedenen UN-Nummern merken. Dafür gibt es übrigens die Stofftabellen, welche man in dicken, schweren Büchern finden kann, oder man schaut sich wahlweise die Stofftabellen in digitaler Form an. Dort sind nämlich alle Parameter der entsprechenden UN-Nummern aufgelistet. Ein Tipp hat mir Georg übrigens noch mitgegeben. Ist die UN-Nummer nämlich kleiner als 1000, also zum Beispiel 0331, hat es immer etwas mit explosiven Stoffen oder Gegenständen zu tun. So, jetzt haben wir alles Wissenswerte über die orangefarbene Tafel gelernt. Wenn ihr also in nächster Zeit eine dieser Tafeln bemerkt, und das werdet ihr, könnt ihr nun mit dem neu erworbenen bzw. aufgefrischten Wissen punkten. Einfach mal raushauen, dass der LKW vor euch Titanium-Tetrachlorid transportiert, wenn die UN-Nummer 1838 auf der Tafel steht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beifahrer ziemlich blöd aus der Wäsche schauen wird. Zum Schluss neben der allgemeinen Bedeutung aber noch eine eventuell lebensrettende Information. Solltet ihr durch Zufall an einem Unfall mit einem gekennzeichneten Gefahrguttransporter beteiligt sein oder als Erstmitteiler den Notruf absetzen, denkt bitte daran, diese Information bezüglich der neutralen orangenen Tafel bzw. die Gefahrnummer und UN-Nummer, soweit noch lesbar, mit anzugeben. Leider kommt es immer noch viel zu häufig vor, dass Rettungskräfte, egal ob Feuerwehr, Krankenwagen oder Polizei, erst beim Eintreffen von der ganzen Tragweite des Geschehens böse überrascht werden, und das könnte unter Umständen dann bereits zu spät sein. So, das war das erste Video in Zusammenarbeit mit Gerd Gröber. Schaut auch gerne mal auf seine Webseite www.gefahrgutspezi.de zum Thema Gefahrgut vorbei. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen. Ich hoffe, dass dies nicht das letzte Video über das Thema Gefahrgut war. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob das ein Thema ist, was euch weiter interessiert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und zieht auch gerne in Betracht, den Logistikkanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao. Thank you.